Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Diesmal ein bisschen fünfmal so organisiert. Ich habe es nämlich, weil ihr wisst, ich habe einen zweiten Bildschirm, habe ich auf dem zweiten Bildschirm mal ganz kackendreist mir alle 12 Lieder geholt. Heißt, ich kann jetzt euch alle 12 Lieder vorspielen, inklusive der letzten, die ich mir noch aufschreiben haben muss. So, wir sind hier in diesem Labyrinth gefangen, wo wir zurzeit warten müssen, bis wir... Fuck. War doch irgendwie klar. Ob wir uns jetzt irgendwie den Weg finden müssen, wodurch wir dann, nach oben kommen. Bisher, wie man sieht, ist wirklich fuck viel Erfolg. Not sein, gar kein. Also, natürlich, wir haben Schlüssel. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich hier rein. Nur geraten. Da kann niemand die Tür komplett öffnen. So, wir brauchen jetzt den Bogen, wenn ich alle richtig gesehen habe. Denn das heißt der für gewöhnlich Bogen-Action. Action. Oh, eine große Kiste. Wahrscheinlich Dungeon, Karte oder Kompass. Karte finde ich nicht wichtig, Kompass finde ich nicht wichtig. Ja, natürlich die Karte. Obwohl es dann einfach nur ein bisschen vorteilhaft. Ja, das ist eben so ein Punkt, zweifeln sich die Gemüter. Braucht man die Karten wirklich? Braucht man die Karte wirklich? Ja, in großen Dungeons schon, aber ansonsten eigentlich bisher bräuchte ich eigentlich bisher in keinem Legend of Zelda Spiel eigentlich richtig die Karte. Vielleicht wird sich das ja mit Ocarina of Time ändern. Oh, stimmt, ich habe keinen Schlüssel mehr, also... brauche ich noch einen Schlüssel. Heißt, ich brauche einen anderen Guru und muss jetzt auch noch befreien. Wahrscheinlich hätte ich den sogar befreien können, nur ich habe gefeilt. Ist auch krass, dass die immer wieder abbremsen. Ansicht ist ja wirklich ein bisschen piep. Also ich weiß nur, dass wir da oben mit einer Bombe rein müssen. Weil wenn ich mich hier... Oh. Oh. Irgendwo hier müsste eine Skulptur sein. Na, ja, kümmern wir uns mal später drum. Yay! Die Qualen haben ein Ende! Ich bin frei! Yay! Hypnotisierender der Blick. Du hast mich gerettet. Dafür offenbare ich dir auch noch ein Geheimnis. Wie meine 5-6 Vorgänge vorher. Hast du Feuer gefangen, so schwinge dein Schwert oder rolle dich über den Boden. So löscht du es schneller. Yay. Oh, ich brenne und stecke in der Lava. Ich roll mich durch die Lava. So. So.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwo ein versteckter Raum ist. Aha, ich sag doch, da ist irgendwo ein Raum. Jetzt schaut's hin. Ich fühle mich nicht so gut. Woran das so liegen könnte. Aber wie vermutet hatte, richtig vermutet. Yay, Goldene Skulptur! Die zweite in diesem Dungeon, die wir gefunden haben. So, es wird wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich, dass wir von einem Stein getroffen werden. Mann! Dass ich dann immer anfange zu stottern, wenn ich weiß, oh, ich muss mich konzentrieren. Aber ist eigentlich auch nur normal, dass. Wenn man sich konzentrieren muss. Dass man dann sich nach und nach ruhiger wird, weil man dann einfach mehr Konzentration braucht. Wir haben ja gesehen, was passiert, wenn ich mich mal nicht konzentriere. So, jetzt müssen wir warten, bis diese Fels wieder runterkommt, oder? Ich muss auch noch hochklettern! Natürlich! Unglaublich! Meine Fresse. Da fühlt man ja ganz kirre. Ich hätte einen Tee machen sollen. Fenchelfall. Oh, ich könnte wieder Herzen farmen. So Leute, da bin ich wieder mit Legend of Zelda, Ocarina of Time. Und los! Geht's mit einer Fuck-Fake-Tür? Das ist natürlich sehr toll. Hey, da ist eine Tür. Gehen wir durch. Oh, Fake-Tür. And you know what? Fake-Tür, ich bopp dich jetzt einfach mal. Denn dahinter ist eine wirklich echte Tür, die uns reinlässt, aber auch sich wieder schließt und somit einen Bossgegner preisgibt. Ach, das ist wahrscheinlich so ein Gegner mit Pfeil bringen nichts. Moment. Vielleicht bringt ihr das hier was. Einfach mal ein paar Angriffs-Items rausholen. Tada! Es ist gleich bisher der billigste Gegner ever. Check!
Unanvisiert lassen oder einfach mit Pfeil drauf. Ich bin Link, ich nehme mich selbst auch. Mister, ich überstehe einfach mal die Hälfte aller Attacken des Gegners. Wisst ihr, was ich auch eigentlich sehr sinnvoll finde? Moment, werdet ihr gleich sehen. Ihr wisst doch, dass die einzigste Waffe, um Volvagia, haben wir ja in den Parts gehört, die einzigste Waffe, ihn irgendwie zu vernichten, der Hammer ist, den wir da schon ab und zu mal gehört haben. Das Tolle ist, dieser Hammer ist ja in diesem Dungeon. Heißt, dieser Bossgegner bewahrt seinen eigenen ist sozusagen auf Selbstvernichtung aus. Weil wenn man schon die Waffe kriegt, wieso macht er nicht gleich den Hammer, nimmt sich selbst, haut sich selbst auf den Kopf und fertig. Brauchen wir wahrscheinlich noch den Hammer. Yay! Ja, jetzt musste ich mich mal kurz von drin, da ich war ich wieder leise. Und ich frag mich jetzt mal, wie man das macht am besten. Wahrscheinlich müssen wir wirklich da pixelgenau diesen Weg da entlang laufen. Oh, geile Szene. Und bleibt unser Gegner an. Wir halten endlich den Hammer aus Stahl. Drücke C, um ihm mit ihm Objekte zu erschlagen. Du brauchst beide Hände. Heißt, zuallererst mal ist das sowas wie ein Bombenersatz. Deswegen Bomben weg. Und jetzt ist sowas wie schon mal Vorläufer zu Schwertern, die beidhändig sind, wie beispielsweise ein Vigoron-Schwert. Und wenn wir jetzt damit zuhauen. Yeah. Moment, das erscheint irgendwie. Ich hasse diese Fledermäuser, wie auch immer die Viecher heißen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie diese Platte da unten hinten funktioniert, die ich eben nicht aktivieren konnte, weil ich zu dumm dafür war.
Ja, ab und zu muss man einfach jeder dumm. Das war irgendwie merkwürdig. Irgendwie sinnlos. Wie gedroppt Herz, keine Herzen. Yeah! Ich hab mir jetzt ernsthaft, was wir machen müssen. Mann, das war geraten. Yay. Ah, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen jetzt wieder hochkraxeln. Uns da so eine Kiste schnappen. Bis dann ganz unten latschen wieder. Hätten sie keine Stufen einbauen können, wodurch Link da schnell hochgehen kann. Und Scham! Down. Das ist ein rostiger Schalter. Ah, ja, Tom, der Schalter sieht verrostet aus. Yay! Wollte ich ja gerade nicht erklären, dass wir den zerhämmern müssen. Es ist time for the Ocarina. Aber mal setzen durch die Pfeile. Ja. So, nachkicken, wo ist die Hymne der Zeit? Und so sieht das dann immer aus, weil ich jetzt einfach alles da bereit habe. Alles auf dem zweiten Screen. Immer noch. So, und das steht jetzt auf dem Schalter. Yay! Oh! Die Qualen haben ein Ende, ich bin frei! Du hast mich gerettet, dafür vertraue ich dir etwas an. In der Eingangshalle des Tempels befindet sich eine Statue, sie verbirgt eine Tür. Mit dem Relikt der Guruen kannst du auch dieses Problem lösen. Interessant. Aber erstmal Schlüssel abgreifen. Tararara. Ja. So. Und jetzt mal wieder hier an der richtigen Seite raus. Ja, ich werde das wahrscheinlich wirklich.
Runter mit dir! Runter mit dir! Schneller! Ich bin in Lava. Mein Gott, ich brenne, ich muss mich kugeln! Oh, und wir haben den Block, das müssen wir nur noch schaffen. An der richtigen Seite hochzukommen. So, und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müssten wir den dann echt in 4 bis 3 Parts hängen, davon, ob ich den jetzt ein bisschen ob ich für den Boss jetzt eine Sekunde brauche oder länger. Oder Zeit halt noch. Denn dann wäre noch 6 Minuten, ja, dann könnte ich noch den Part im Tempel so weit beenden, dass wir zum Boss kommen. Und das wäre dann echt 4 Parts für einen Tempel. Und danach ist dann Sidequest-Time. Wie blöd. Dann wäre ich dann noch ein bisschen... Mal kurz das nachkicken, ob auf der anderen Seite auch noch sowas ist. Und... erstmal blöd. Nein, die ist echt. Wieso sehe ich die erst... Oh! Da ist der Master Key drin. Das heißt, da kommt jetzt noch ein bisschen was. Das könnte heißen, dass wir es doch in... ja, in 2 Parts machen. Genau, 5 Minuten vielleicht für den Boss-Schlüssel noch. Dann positioniere ich mich noch an der richtigen Stelle und dann geht's los. So. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist schon mal sehr vorteilhaft zu wissen. Ah! Da haben wir echt. Was ist das immer dann aufgerufen, ey? Das ist ja irgendwie voll lame. Lahme echt jetzt, ey. Voll lahme. Noch ein paar Herzen abgreifen. Nächste. Einfach 3-2 jetzt töten. Yay! 3 goldene Skulpturas. Das ist eine gute Anzahl für diesen Tempel. Ich hoffe, es sind 3 in diesem Tempel, weil sonst habe ich eine übersehen und ich will ja keine 100% machen in diesem Let's Play. Natürlich den jetzt nochmal! Ich glaube, der ist jetzt nochmal leichter. Und Hammer! Hammer! Drauf! Einfach drauf, Ich muss kurz unterbrechen. Ende.